Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag unserer, also einem neuen Teil ist es. Ja, aber es ist auch ein neuer Tag. Nein, es ist derselbe Tag. Ja, nur für dich, aber nicht für dich sehr. Unserer Set-Spotler-Reihe Lost Caverns of Ixalan. Wir sind bei den schwarzen Karten und direkt mit einem guten Burschen dabei. Kurzer Moment, ich muss mich fassen, damit ich den Namen korrekt ausspreche. Akla Zotz. Jawohl. Akla Zotz, ja. Tiefster Verrat. Ein Fledermausgott, legendär ist er auch, der hat einen Namen. Zwei schwarze, drei farblos, ist 4-4, ist fliegend und hat Lebensverknüpfung. Immer wenn er angreift, wirft jeder Gegner eine Karte ab. Du ziehst für jeden Gegner, der dies nicht kann, eine Karte. Gute Fähigkeit. Immer wenn ein Gegner eine Länderkarte abwirft, erzeuge einen 1-1 schwarzen Fledermaus-Kreaturenspielstein mit Flugfähigkeit. Finde ich auch gut. Wenn er stirbt, bring ihn getappt und transformiert unter der Kontrolle seines Besitzers ins Spiel zurück. Ja. Vorderseite finde ich eigentlich sehr stark. Ja, ich meine, 5 Mana 4-4 ist in heutigen Verhältnissen ist er nicht mehr so toll. Da sind wir für 5 Mana 8-8 gewohnt. Aber Flieg und Lifelink sind gute Abilities und beide ausgelösten Fähigkeiten sind gut. Auf jeden Fall. Weil du forst den Gegner halt dazu, wenn er dir nicht noch mehr Zeugs geben will, dass er halt relevante Karten abwirft und keine Länder dir zu viel hat. Genau, das geht's halt. Weil oft ist dann halt, ja, dann halt's mal halt das Land, ja, dann werf ich halt das Land ab. Ja, dann entweder wirfst du das Land ab und ich kriege ein 1-1, oder du behältst halt das Land nicht, spielst es aus, damit du nichts abwerfen musst. Dafür ziehe ich halt eine Karte. Das ist absolut fair. Guter ja. Busch. Ja. So, das ist der Tempel der Toten, das ist ein Land. Wenn du ihn tappst, macht ein schwarzes Mana. Für ein schwarzes, zwei farblos und tappen, transformiert den Tempel der Toten, aktiviert die Fähigkeit nur, falls ein Spieler eine oder weniger Karten auf der Hand hat und nur wie eine Hexerei. Ja. Finde ich ganz okay. Also ich finde die Vorderseite bedeutend spektakulärer als die Rückseite, muss ich an der Stelle sagen. Ist eh klar, ich finde halt, dass die Vorderseite schon so gut ist, dass die Rückseite halt ist es ein bisschen ein Stretch sein sollte. Ja, wobei... Also obwohl die Vorderseite feedet die Rückseite. Genau, und ich muss ehrlicherweise gestehen, ich lese diese Karte und habe mir gedacht, so, kann ich die in dem Waste-Not-Deck probieren? Ja, ich habe mir das auch gedacht, schon. Als One-Off oder so. Also die Leute haben erst unter dem Video geschrieben, dass man zum Beispiel Tegrid probieren sollte. Das habe ich auch gemacht. Das ist auch ganz okay. Ja, auch mit, vor allem mit der Rückseite, dass das zusätzlich eine Winning-Option ist und zusätzlich noch das Thema feedet und so. Aber ich finde den eigentlich fast besser, weil er feedet auch das Thema. Wenn er stirbt, ist er halt ein Tempel und die Leute haben nicht mehr als eine Handkarte gegen mich und dann kommt er halt wieder. Ja. Und der Long Run gewinnt er halt. Und genau, das ist es halt. Dann müssen sie halt in Exile, das gibt es nicht so viel in Pioneer, dass die Leute Exile spielen, außer halt ja, die Mass Removal und so. Und dass sie das Land zerstören, ist okay, dann zerstören sie das Land, aber dann zerstören sie die ganzen anderen relevanten Länder halt nicht. Also finde ich, ich glaube, im Pioneer ist der, kann der was machen. Wenn er im Pioneer was machen kann, kann er in Standard auf jeden Fall was machen. Ich finde cool. Ich finde, das ist eine Karte, die man durchaus spielen kann. Ja. Bitterer Triumph. Das dritte von den 3 2-Mana-Removal, das insane ist, meines Erachtens. Ein schwarzes, ein farbloses Spontanzauber. Wirf als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, eine Karte ab oder bezahle 3 Lebenspunkte. Zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl. Sehr gute Karte. Das Punkt. Ist einfach. Auch das werde ich in meinen Waste Not Deck auf jeden Fall reinklatschen. 1 bis 2 Mal. Weil 3 Lebenspunkte ist viel. Ja, sind schon Kosten. Ja. Ja. Aber dass du sonst einfach keine Einschränkung hast, was du killst, sowohl Kreatur als auch Planeswalker, für als Instant, für 2 Mana, das ist schon sehr gut. Aber das haben sie ja gesagt. Sie haben ja gesagt, sie wollen das Spell-Level wieder anheben. Genau, sie haben gesagt, sie wollen die Spells und sie wollen vor allem die Removal noch anheben. Um eben, und auch das ist ja vor allem ein Ankommen, um auch eben für Limited und so, wo es halt der Bombengehalt höher werden wird, eben noch die Play Booster, man dann halt eher darauf reagieren kann. Und das ist halt geil. Das ist halt richtig, richtig nice. Bin ich großer Fan. Ich auch, finde ich geil. Dann gibt es die Blutsaugerin des Akla Zotz. Ist ein Vampir-Dämon, kostet 3 schwarze, ein farbloses, 2-4 fliegend. Falls ein Gegner während deines Zuges Lebenspunkte verlieren würde, verliert er stattdessen doppelt so viele Lebenspunkte. Und Schaden verursacht auch den, also verursacht den Verlust von Lebenspunkten. Der Text hat der gute Reminder-Text wieder mal. Genau. Damage causes loss of life. Korrekt. Und ja, er kostet triple schwarz, aber ja, er kostet triple schwarz. Der Gary freut sich. Ja. Wenn du so ein Asphodel-Deck hast mit dem. Bist du deppert und kannst den. Turn 3, den triple schwarz, also diese, wie heißt die Tussi, irgendwas. Die 3 schwarze. Ja, genau. Ayara, Turn 4 den, Turn 5 Gary. Dann habe ich, was? Vorbei. 4 plus 7 habe ich 9 Mana-Symbole.
Dann, wenn ich noch irgendwas anderes habe, sind es halt 18. Drei, die hat 3, der hat 3, sind 6 und 2 okay. vom Grimmers. Ja, also 18, 16 Damage für dich. Mhm. Have fun. Freude kommt auf. Also das finde ich schon wiederum sehr lustig. Finde ich cool. Gefällt mir. Mhm. Also. Finde ich sehr cool. Finde ich einfach eine coole Karte und so. Jetzt kann ich es auch sagen, kann ich in das Vampir-Kommandodeck meiner Frau hineingehen. Ja. Gehört, finde ich, auch. Endlich habe ich es auch einmal gesagt. Gehört auch in einen Vampir-Kommandodeck auf jeden Fall. Endlich habe ich es gesagt. Ja. Schon lang wollte ich sagen. Bist auch, jetzt bist du ein echter Magic-Spieler. Wahrscheinlich. Endlich angekommen. Nein. Welcome to the family, son. Coole Karte. Leichen der Verlorenen. Mhm. Das so hat die Nachtschicht früher um 4 in der Früh ausgeschaut. Was ist? Ja, ist gut. Ich habe ganz andere Instanzen sofort dazu, das kann ich jetzt nicht bringen. An alle Leute, die Nachtschicht nicht kennen, das war eine Diskothek in Wien. In den 2000ern sehr beliebt. Ich habe dort ab und zu als Türsteher gearbeitet und es schaut so aus. Hat so ausgeschaut. Ein schwarzes, zwei farblose Verzauberung. Skelette, die du kontrollierst, erhalten +1/+0 und haben Eile. Die haben keine Eile mehr gehabt in der Nacht. Außer wenn du das Heisel zum Kotzen reingegangen hast. Wenn die Leichen der Verlorenen ins Spiel kommen, erzeuge ein 2-2 schwarzen Skelett-Pirat-Kreaturenspielstein. Das stimmt, weil eine Leiche hat immer eine andere mit Aussetzer hat. Das ist auch sehr flavormäßig. Zu Beginn deines Endsegments und falls du diesen Zug abgestiegen bist, die sind alle abgestiegen, kannst du einen Lebenspunkt bezahlen. Falls du dies tust, bringe die Leichen der Verlorenen auf die Hand ihres Besitzers zurück. Stimmt, die haben ein Leben bezahlt und am nächsten Tag sind sie wieder saufen gegangen. Also diese Karte Flavor Win Wizard. Danke. Ja, ansonsten finde ich die Karte ganz interessant. Einerseits ist sie ein Skelettpump, was ganz cool ist, plus den Eile. Sie macht selber einen 3-2er damit, der halt auch Haste hat. Und dieses, wenn du abgestiegen bist, was halt nicht mit den Leichen funktioniert, weil das ja Token sind, was wir vorhin gesagt haben. Ja. Aber wenn ich das permanent in den Friedhof gehst, nimmst du es zurück auf die Hand, spielst es wieder, hast noch einen 3-2er, das Haste bleibt gleich. Das ist, finde ich, alles sehr solide. Ja, finde ich auch eine ganz coole Karte. Ja. Flavor-mäßig. Kannst Skeletten-Tribal spielen. Das Artwork finde ich auch sehr cool. Das Artwork finde ich eh sehr geil, ja. Fanatische Opfergabe. Mm. Ein schwarzes, ein farbloses Spontanzauber. Opfere ein Artefakt oder eine Kreatur als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken. Ziehe 2 Karten und erzeuge einen Lageplan-Spielstein. Ja, und das ist halt drin, weil das andere, wo ich mir jetzt den Namen entfallen ist, so viel gespielt wurde, wo du einen Clue gekriegt hast. Village Rats? Nein, ein Village ist 1, aber da gibt es einen, wo du einen Treasure kriegst. Auch für 2 Mana. Mhm. Das ist was immer sold out war. Und das ist halt die schlechtere Variante sozusagen, weil du den Treasure hast, wenigstens für Mana zahlen können. Das ist der Lagerplan. Aber das Gute ist, dass er sich halt selber feedet wieder. Mhm. Du zahlst 2 Mana, musst halt irgendwas geopfert haben, aber dann kriegst du halt einen Lageplan-Spielstein, also ein Artefakt, das du dann wieder opfern kannst, ja, um das weiterzumachen. Ja, ist schon voll okay, die Karte. Das ist voll okay. Es ist natürlich offensichtlich schlechter als das andere, aber es ist gut und ich glaube, deswegen wird es auch wieder gespielt werden, obwohl es eine Common ist. Ja, finde ich ganz gut. Prediger des Schismas ist das nächste. Der nächste. Vampirkleriker 2-4, ein schwarzes, 2 farblose Todesberührung. Der hat wirklich gute Stats mit dem Death Touch. Ja. Immer wenn der Prediger des Schismas einen Spieler mit den meisten Lebenspunkten angreift, erzeuge einen 1-1 weißen Vampir-Kreaturen-Spielstein mit Lebensverknüpfung. Ich weiß jetzt, denkst du, aber lies weiter, dann freust dich. Immer wenn der Prediger des Schismas angreift, während du ein Spieler mit den meisten Lebenspunkten bist, ziehst du eine Karte und verlierst einen Lebenspunkt. Okay? Der macht halt nur Value. Der macht eigentlich nur Value. Das ist eine richtige Value-Karte. Genau, der ist 3 Mana, 2-4. Death Touch, das heißt ein Removal of Beinen, den man nicht leicht abschießen kann. Mhm. Wenn er angreift, kannst du dich entweder entscheiden, ob ich eine Karte ziehe oder einen 1-1er kriege. Also kannst du dich entscheiden, das ist halt abhängig davon den Stats. Der 1-1er hat wieder Lebensverknüpfung. Das heißt, dann hast du 2 Damage kassierst, weil oder du hast der Kreatur dafür ergeben. Und der 1-1er feedet auch, dass ich mehr Lebenspunkte kriege, sodass ich dann wieder Karten ziehen kann, dann verliere ich wieder Lebenspunkte. Also es ist nom nom nom. Das ist eine sehr gute Karte. Finde ich auch sehr gut, ja. Dann gibt es Paladin aus der Bucht der Königin. Mhm. 2 schwarze, 3 farblose, 5-4 Vampirritter. Immer wenn der Paladin aus der Bucht der Königin ins Spiel kommt oder angreift, bringe bis zu einer Vampirkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof mit einer Endgültigkeitsmarke ins Spiel zurück. Du verlierst Lebenspunkte in Höhe ihres Mana-Betrages. Also auch da habe ich mir lange überlegt, ob ich ihn reinnehmen soll. Ich finde eine 5 Mana 5-4, die als Comes-to-Play-Träger, die einen anderen Vampir zurückholt, der offensichtlich dann
Du kannst halt die fette Olive Voltaren holen. Ja, aber du verlierst halt Urfe Leben. Ja, du verlierst 6 Leben, ist doch komplett logisch. Ja, genau. Du hast eine fette Olive Voltaren und wenn die angreift, holt die wieder was anderes aus dem Graveyard. Du kannst halt mit denen. Ja, ja. Und das Interessante ist halt auch, dass es sowohl beim Comes into Play als auch beim Attack Trigger ist. Das heißt. Voll. Wenn du es ihm Haste geben kannst, holt er 2 Viecher. Genau. Und darum finde ich ihn schon wieder gut. Und der hat dieses coole Pferd dabei. Und der sollte auch in das Commander-Deck deiner Frau. Der kommt auch da. Das Pferd schaut aus, wenn es eine Schweinemaske aufhört an dieser Stelle. Ja, stimmt. Sehr schöne Karte. Wer ist das? Ausgehungertes Gespenst. Ich war ein bisschen grindiger. Ein Spinnengespenst, oder? Ja, stimmt. Geistschrecken. Geistschrecken. 2 schwarze, 2 farblose, 4-4. Wenn das ausgehungerte Gespenst ins Spiel kommt, wende überwachen 2 an. Dann ziehst du für jede Karte, die du oben auf deine Bibliothek legst, eine Karte und verlierst 3 Lebenspunkte. Mhm. Überwachen ist doch... Surveil. Du schaust dir die obersten 2 Karten an und kannst es in den Friedhof werfen. Genau. Und wenn du... Das finde ich interessant, weil wenn du sagst, hey, die Karte ist cool, die will ich oben lassen, dann ziehst du sie gleich, dann zahlst du für 3 Leben. Und wenn du sagst, beide Karten sind scheiße, gehen beide in den Friedhof, dann ziehst du sie zunicht, aber verlierst doch dafür keine Lebenspunkte. Mhm. Abstieg 8. Immer wenn du eine Karte ziehst und falls dein Friedhof 8 oder mehr Permanentkarten enthält, verliert ein Gegner deine Wahl einen Lebenspunkt und du erhältst einen Lebenspunkt dazu. Genau. Finde ich eine spannende Karte, glaube ich aber, dass die nicht stark genug ist. Wirklich? Du hast für 4 Mana einen 4-4er, der dir entweder Karten ziehen lässt oder zumindest deinen nächsten Drawstep hoffentlich verbessert. Und dann hast du... Der Abstieg 8 ist schon sehr viel. Abstieg 8 ist natürlich sehr viel. Und dann hast du eine Karte, die halt, wenn sie herumliegt, auch dich gewinnen lassen kann. Na, gefällt mir nicht so. Muss ich ehrlich gesagt, gefällt mir nicht so gut. Okay. Ist mir zu klobig. Verstehst du den Ansatz? Ja, ja. Ist mir ein bisschen zu klobig, das Ganze. Liest sich halt relativ gut, aber habe ich eh schon im letzten Teil gesagt, ich glaube, wir müssen langsam in dieses New Magic reinkommen, ein bisschen, nicht? Mm, maybe. Wo einfach dieses, weil ich habe sehr viel Control gespielt, du spielst sehr viel, hast viel Control gespielt oder auch diese na, Prison Decks und ja. Das ist, glaube ich, zu wenig mittlerweile. Man muss schauen, was Standard jetzt aus dem Ganzen macht, aber... Ja. Dann gibt's letzte Karte. Tarians Aufzeichnungen. Ein schwarzes, ein farbloses, legendäres Artefakt. Tappe, opfer ein anderes Artefakt oder eine andere Kreatur. Ziehe eine Karte. Aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Mhm. Für 2 Tappen wirf eine Karte ab. Transformiere Tarians Aufzeichnungen. Ja, also die Vorderseite ist okay at best, finde ich. Eine Karte ziehen als Hexerei... Dafür, dass du was opferst. Also wie gesagt, ich finde halt die Maps nicht so toll. Maps opfern ist immer nett. Ja, ja, also wenn du irgendwelche schwammigen Tokens hast, dann genau, hast ja. Das Grab des Aglazots. Das ist der Fledermausbur. Ja. Ein schwarzes kostet das. Macht das, entschuldige. Ja. Und wenn du es tappst, du kannst in diesem Zug einen Kreaturenzauber aus deinem Friedhof wirken. Falls du dies tust, kommt er mit einer endgültigen Marke ins Spiel. Und er ist zusätzlich zu seinen anderen Typen ein Vampir. Ja. Das finde ich aber wiederum sehr stark. Genau, deswegen habe ich es reingenommen, wo ich die Vorderseite nur okay finde. Du kannst zum Beispiel eine Kreatur, die mit irgendeinem Prison, also mit einem Pazifismus ist, opfern zum Beispiel, damit es im Friedhof geht, dann kannst du wieder ausgraben. Du kannst auch einfach eine Kreatur, wenn du eine abwirfst, um ihn zu flippen, kannst du eine fette Kreatur abwerfen und die dann später aus dem Friedhof spielen. Ja. Es ist relativ schnell, dass du einfach dich rampst damit, weil du zahlst da 2, damit du es abwerfen musst, aber dann hast du einen Mana mehr. Ja. Ich finde die Karte und halt aus dem Friedhof was casten können für lau, heißt das im Endeffekt, dass jeder deiner Kreatur 2-mal kommt. Ja, das heißt, finde ich sehr stark. Der Gegner, der nicht Exile machen kann, sondern versucht mit dir ein faires 1-zu-1 Spiel zu machen, den overwhelmst du einfach, weil du alles 2-zu-1 machst. Weil wenn alle deine Spells doppelt kommen, alle deine Creatures. Ja, ja, finde ich gut. Wegen der Rückseite. Ja. Gefällt mir richtig gut. Ich habe so im Raktor Scam wäre das so richtig fein, wo du nochmal Grief recyceln kannst. Aber ich glaube, das ist zu langsam. Ja, das ist wahrscheinlich. Also, weißt du, Grief, du musst das Mana kommt von allein und dann musst du halt 5 Mana casten und das haben, dass du brauchst 6 Länder im Spiel. Ja, ja. Na, 4. Grief kostet 4. Ich glaube immer, dass Grief 5 kommt. Na, immer. Fury kostet 5, Soli kostet 5. Grief kostet 4, ja. Grief kostet 4. Subti kostet auch Substi kostet 4. Kostet auch 4, ja. Das war's. Oder ist gratis am Karlsplatz. Ja. Passt, ja. Das war's. Wir sind fertig, wundervoll. Wir sehen uns morgen mit den roten Karten. Natürlich können Sie immer liken, subscriben und kommentieren auf allen unseren Social Media Plattformen. Uns im nächsten Video zuschauen, kommen, sehen, was auch immer. Oder im Spielraum in Wien antreffen. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen zum neuen Tag. Ist das selbe Tag? Na, viele Leute nicht.
Ja, ich gehe auch schief.